Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind spontan auf dem Samstagmorgen losgefahren. Den Stellplatz, den wir eigentlich anfahren wollten, war leider voll belegt. Da haben wir gesucht nach einer Ausweichmöglichkeiten und sind hier in Hesel gelandet. Und zwar sind wir hier auf dem Wohnmobilstellplatz, der sogar kostenfrei ist. Und den möchten wir euch in diesem Video vorstellen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir sind aus Richtung Friseute hier nach Hesel gefahren und am Ortseingang findet man gleich zahlreiche Geschäfte, sprich Discounter, Supermarkt, Drogerie und sonst all mögliche Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Hier ist einmal die Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz zu sehen. Wir sind aus der Richtung über die B72 von Friseute aus gekommen und hier nach Hesel reingefahren. Dann kurz hinter dem Ortsschild müsst ihr da links abbiegen, wenn ihr aus Richtung Friseute kommt. Und dann geht es hier einmal zum Wohnmobilstellplatz in die Kirchstraße. Wie ihr eben vielleicht gesehen habt, befindet sich unmittelbar neben der Kirchstraße ein Stand, an dem es immer samstags und sonntags frische Berliner und anderes Gebäck gibt, wo wir uns auch gleich was holen wollen. Gegenüber von der Kirchstraße befindet sich die Villa Popkin. Dort gibt es eine archäologische Ausstellung und im Nebengebäude der Villa befindet sich die Touristeninformation. Wir haben es jetzt sonntags mittags. Da wird wahrscheinlich die Touristeninfo geschlossen haben. Ansonsten in der Villa, also diesem großen Gebäude, befindet sich auch noch eine archäologische Ausstellung, die man besuchen kann. Und hier, wie gesagt, ist die Touristeninformation. Leider können wir jetzt nicht sagen, wann sie geöffnet hat. Aber zum Beispiel hier draußen befinden sich neben verschiedenen Infotafeln auch hier noch Fächer mit verschiedenen Infobroschüren. Also gar nicht weit weg vom Wohnmobilstellplatz. Hier auf dieser Tafel findet man Infos zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen, wie zum Beispiel der Kurbelfähre, dem Wasserpark, eine alte Windmühle oder das Gut Stiekelkamp. Von dort hinten aus sind wir hier in die Kirchstraße eingebogen, wo sich der Wohnmobilstellplatz befindet. Und als erstes kommt man zur Zufahrt zum Pkw-Parkplatz auf der rechten Seite. Und links davon befindet sich die Fähr- und Entsorgung für uns Wohnmobilisten. Es gibt, wie ihr seht, hier einmal eine kleine Mülltonne. Also, wenn man mehr Müll hat, sollte man seinen Müll sonst wieder mitnehmen. Dann gibt es hier eine Sandstation mit Bodeneinlass, wo man seine WC-Kassette entleeren kann. Und es gibt einen weiteren Bodeneinlass hier in der Pflasterung für sein Grauwasser. Des Weiteren befindet sich hier an der Säule Frischwasser, was man zapfen kann, was auch kostenfrei ist. Einfach einmal das Knöpfchen gedrückt und schon läuft das Wasser. Der
ist zwar die Schilder, dass es kein Trinkwasser ist. Gut, muss man so hinnehmen, muss man wissen, ob man es nutzen will als Trinkwasser oder nicht. Des Weiteren befindet sich hier auch eine Fahrradreparaturstation, was wir auch immer ganz toll finden, da wir ja auch viel mit den Rädern unterwegs sind. Und zwar mit Luftpumpe und hier an den Strippen befindet sich dann verschiedenes Werkzeug. Wie gesagt, hier vorne der Bereich ist für die PKWs reserviert und der hintere Bereich für die Wohnmobilfahrer, wo wir jetzt mit euch hingehen. Dazu müssen wir erst einmal wieder hier an die Straße und wie ihr hier auch sehen könnt, gibt es zahlreiche Radwanderwege hier in Hesel und umzu und man findet hier auch dieses sogenannte Knotenpunktsystem, wo man von einem Punkt zum nächsten geleitet wird. Hier haben wir außerdem den Knotenpunkt Nummer 61 am Wohnmobilstellplatz. So, jetzt geht's wieder rüber auf die andere Straßenseite. Hier ist dann ein großes Schild mit dem Hinweis auf den Wohnmobilstellplatz. Wie auch hier unten auf dem Schild zu sehen ist, gibt es hier Strom, Fähr- und Entsorgung. Touristeninformation ist auch nicht weit weg. Hunde sind herzlich willkommen. Und das Eurozeichen ist, denke ich, dafür, dass man halt hier mit Geld seinen Strom bezahlen kann. Ansonsten ist der Stellplatz absolut kostenfrei. Also es gibt keine Stellplatzgebühren, die zu entrichten sind. Hier der mittlere Platz ist für Fahrzeuge nicht zugänglich. Und hier findet sich dann noch Infotafeln mit Hinweisen, was man hier in der Umgebung unternehmen kann. Oder auch, was wir ganz interessant finden, es gibt auch die Möglichkeit, hier zu duschen. Und zwar ist das hier einmal aufgeführt, und zwar im Schwimmbad hier in Hesel kann man für 1 Euro duschen. Und darunter sind dann die Öffnungszeiten vom Schwimmbad zu sehen. Hier ist dann noch eine weitere Infotafel mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Und hier auf der Rückseite findet man noch Infos. Zum Beispiel gibt es auch hier ein Fahrradverleih, wo man hier seine Infos dazu findet. Oder wo zum Beispiel Ärzte, Bäcker zu finden sind, wo man seine Gasflasche tauschen kann und andere Infos. Also wirklich sehr informativ. So, nun gehen wir einmal zu den Stellplätzen. Es gibt insgesamt 12 Parzellen, die durch Hecken markiert sind. Und wie ihr hier auch sehen könnt, ist Strom auch am Platz vorhanden. Für jeden gibt es eine Steckdose, also ausreichend Steckdosen sind vorhanden. Der Strom kostet für 6 Stunden 2 Euro, für 12 Stunden 4 Euro und so weiter. Wichtig ist, dass ihr 2 Euro Münzen dabei habt. Hier ist dann einmal so ein Durchgang. Hier hinten unter den Bäumen
finden sich Sitzmöglichkeiten, die allerdings schon etwas in die Jahre gekommen sind. Und hier stehen wir jetzt mit unserem Wohnmobil. Wie ihr seht, ist ausreichend Platz, um auch eventuell noch die Markise ein bisschen ausfahren zu können. Und die Stellflächen sind gepflastert. So, das war nun die kurze Vorstellung des Wohnmobilstellplatzes hier in Hesel. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Imke. Und Andreas. Tschüss. Tschüss.